Lieblingssong auf unserem Album heißt In Your Cage. Und ich freue mich schon sehr drauf, ihn live spielen zu können, weil er mein Lieblingssong von unserem Album ist. Ich habe ihn so oft im Ohr, das ist ziemlich verrückt. Wenn einer von den Jungs den Song dann irgendwie hört, dann habe ich ihn den ganzen Tag im Ohr und ich liebe den Song einfach, er ist wunderschön. In Your Cage ist einfach, irgendwas gefangen zu sein. Und das haben wir alle irgendwie schon durchgemacht in der Vergangenheit. Dieses Gefangensein im Käfig, sage ich jetzt mal. Zum Beispiel zu Schulzeiten oder so, dass man halt damals nicht so stark war wie jetzt heute. Ja, wir haben vor allen Dingen In Your Cage, habe ich im Hinterkopf gehabt, dass ich oft bei unseren Fans beobachte, dass sie solche Situationen noch durchleben, die wir schon hinter uns haben in der Schule und so weiter. Und ich will sie in diesem Song ansprechen und auch gleichzeitig sagen, dass sie, wenn sie aus diesem Käfig ausbrechen wollen, müssen sie mit einem Einsatz spielen, müssen sie auf ein Risiko gehen, was aber immer dabei ist, was immer so im Leben ist. Aber wenn man ausbrechen will und wenn man sich weiterentwickeln will, muss man dieses Risiko mit sich tragen, was wir alle getan haben. Und ich will ihnen damit einfach Mut machen, aus ihrem Käfig auszubrechen und mal nicht mehr sein eigener Sklave zu sein, sondern einfach zu leben. Man ist halt irgendwie immer gefesselt in einer Rolle. Ob es jetzt in einer Beziehung ist, mit der Familie, in der Schule, auf der Arbeit, generell im Freundeskreis. Man hat immer verschiedene Rollen, die man durchlebt. Und in bestimmten Dingen ist man irgendwo immer ein bisschen gefesselt. Also ebenfalls mein Lieblingssong von dem Album ist In Your Cage. Da auch der Text, wie Strify ihn geschrieben hat, auch wirklich gut die Situation beschreibt. Ein wenig, wie auch diese ganze Geschichte mit mir war, in die Band reinzukommen, mich von alten Ketten zu lösen und ein bisschen frei zu sein, irgendwo dafür zu kämpfen, für das, was man liebt, das so umzusetzen. Und da die anderen vier quasi so meine Sonnenstrahlen im Leben waren und Freunde, auf die man immer bauen konnte, war das absolut alles perfekt. Und das ist so der Song, der mir halt so selber die Herzenswärme gibt für dieses Album und der einfach sagt, das ist es.